Liebe Genossen, Comrades and Tovarich, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal von Astral Silber. Und in der heutigen Folge werden wir hoffentlich den Brückenschlag in Richtung des Eisens schaffen. Ob das was wird, das müssen wir mal sehen. Das steht noch in den Sternen, liebe Genossen. Wir schließen nahtlos an die letzte Folge an heute. Also nahtlos, ich habe es jetzt hier für 5 Minuten laufen lassen vielleicht. Und was seit der letzten Folge geschehen ist, das schauen wir uns jetzt gleich nach dieser Pause an. Bam, 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 bam. Ja, schön, dass ihr da seid. Also, wollen wir mal gucken, was passiert ist, ihr Lieben. Neu angelegt habe ich hier eine ganze Menge neuer Beschriftungen im Industriegebiet in Valoka. Das ist jetzt nicht großartig spannend, aber ich fand das ganz schön, jetzt hier die Gebäude auch mal mit den offiziellen Namen hier zu versehen, ne? Das ist ein kleiner Fortschritt, der aber ja doch mehr optischer Natur ist, mehr oder weniger. Viel entscheidender und hoffentlich auch nutzbringender wird die Anlage dieser Tankstelle hier sein. Na, das ist hier die Kreuzung Richtung, Richtung des Eisens. Und ich dachte, da wäre eine gute Möglichkeit, hier noch eine Tankstelle anzulegen, weil hier kommt auch erstmal länger nichts. Ne? Deswegen haben wir hier eine Tankstelle, ein kleines Umspannwerk und ja, hier ist noch ein Switch mit eingebaut. Das Ganze ist hier mit so einer 1,2 kW Leitung versehen. Ja, die können wir eigentlich mal freigeben, ne? Die ist ja noch weiß, Genossen. Die habe ich ja noch gar nicht angeschaltet. Hier, das machen wir jetzt mal. So, sehr gut. Ich hoffe, dass sie die Gebäude automatisch auf dem Schirm haben, ne? Ja, da fehlt natürlich jetzt noch das Stück Gehweg. Haben sie sich das denn? Ja. Okay, das scheint hier voranzugehen, Genossen. Das sieht ganz gut aus. Ja, ne? Genau, diese Tankstelle hier. Und ergänzt wird das Ganze durch, ja, hoffentlich ergänzt. durch, sag mal, steht das schief hier rum, was ich hier hingebaut habe? Hier, ne? Das soll eigentlich hier so ein kleines technisches Servicebüro werden. Aber das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Dann nehmen wir nochmal schnell weg, Genossen. Kostet ja nichts hier, weil die Zufahrtsstraße, die war nur aus, das war so eine Lehmpiste, ne? Und dann setzen wir das nochmal neu auf hier. Kleines Servicebüro, wo haben wir es hier? Technical Service Office, genau. So, und jetzt sehen wir mal, dass das hier nicht so schief wird. Oder, Genossen? Das sieht doch nicht aus, sieht doch nicht aus. So, ist das so besser? Weiß niemand, ne? Also, so setzen wir das hier mal hin, ja. Ja, gefällt mir ein bisschen besser so. Okay, also kleines Servicebüro hier für die Schneeflüge, ne? Damit die auch unsere Brücke schön ja, befahrbar halten können. Und ihr seht schon, hier für das Konstruktionsbüro, da bringen sie auch schon die Materialien heran. Ne? Ja, ein bisschen brauchen sie hier noch, 12 Tonnen Bretter, 18 Tonnen Ziegel. Ja. Aber das ist machbar, Genossen, das ist machbar, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Genau, das sind die neu angelegten Baustellen eigentlich. Neben natürlich eine ganze Menge neuer, weiterer Asphaltbaustellen, ne? Damit der Straßenbau hier vorangeht. Aber das versteht ihr sicher von selbst, dass wir uns da langsam durchfressen. Was wir hier noch neu angelegt haben, Genossen, ist auch diese Umgehungsstraße hier. Ja, ihr seht es schon, er weiß jetzt nicht, wo er langfahren soll. Und dreht jetzt um und muss hier rumfahren wahrscheinlich, weil hier auch noch hoffentlich vor dem Winterbeginn, naja, jetzt haben wir wieder 0 Grad. Genossen, ich befürchte, es ist bald soweit, dass bald der erste Schnee wieder fällt. Und dieses Jahr sich hier quasi dem winterlichen Ende zuneigt. Ja. Die Ernten sind so gut wie eingebracht. Ja, nur dieses Riesenfeld hier, da kommen sie immer nicht hinterher, ne? Ja. Ach, und bei der Gelegenheit, Genossen, ich wunderte mich doch letzte Episode, wo kommen denn hier 8623 Dollar her, ne? Ja, Genossen, ich habe es rausgefunden. Ich hatte ja hier in diesem Bauernhof, hatte ich einen Mähdrescher verkauft oder durch einen Traktor ersetzt. Ja, den hätte ich auch nicht verkaufen sollen, dachte ich so im Nachhinein. Ne? Hättest du auch schön hier irgendwo zwischenparken können und dann hier unserer neuen Farm zuweisen können.
Aber gut, das war dann schon geschehen. Aber da kam halt die 8.623 Dollar her. Ja. Also die Frage wäre damit denn auch beantwortet. Ist unsere Autobahn hier fertig, Genossen? Die erste Spur in Richtung Frankfurt-Oder? Ja, das ist so, oder? Ich sehe doch hier kein Baustellenzeichen mehr. Ja, wir werden mal sehen, wer die als erster benutzt hier. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, noch ist niemand hier, ne? Alle Parkplätze sind leer. Okay. Na, das ist ja spannend, Genossen. Dann ist die gesamte Spur hier bis nach Langewahl durch schon fertig jetzt. Okay. Naja, gut, dann sollen wir hier ein bisschen Gas geben. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir ja auch um diese außergewöhnlichen Baumaßnahmen, oder besser gesagt, außergewöhnlich ist der Abschluss dieser Baumaßnahmen, ne? Dass wir das hier gebührend feiern können, werden wir an der Eröffnungsfahrt quasi teilnehmen. Und das wird der Kühltruck sein. Okay, mit Fleisch. Naja, das ist doch immer schön, oder, Genossen? Also, gehen wir hier in die First Person. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, Genossen. Hier, ne? Mit dem Güterzug? Das sieht doch gut aus. Ah, warte mal. Habe ich hier den Sound? Ich höre ja gar kein LKW-Gebrumme hier, Genossen. Wieso höre ich hier nichts? Das ist das hier. Das ist das hier, ne? Sound 3D-Lautstärke, ja. Ah, ein bisschen lauter hier. Okay, speichern. Jawohl. So, und weiter geht das, ne? Ja, weiter geht das. Ja, schön. Dann sind wir das erste Fahrzeug, was jetzt hier von Frankfurt-Oder, die neue Autobahn, jedenfalls die eine Spur, die jetzt schon fertig ist, in Richtung Langewahl benutzen kann. Ah ja, das haben wir uns auch verdient, Genossen. Das haben wir uns auch verdient. Ganz schön schnell sind wir unterwegs, oder? Wie schnell sind wir denn hier? 62 km/h. Naja gut, das ist wahrscheinlich die Maximalgeschwindigkeit von ihm, oder? Ich meine, hier auf der Piste könnte er sonst noch ein bisschen schneller fahren. Oder weiß er das noch nicht, dass es hier eine Asphaltstraße ist und denkt, auch, das ist ja noch die Kiesstraße? Das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht, Genossen. Ah ja, sieht gut aus, oder? Das sieht richtig gut aus. Und die neuen, höheren Hochspannungsleitungen machen sich auch recht gut hier. Ja, das haben sie nice gemacht. Ja, ja. Das waren diese 18 Megawatt Leitungen. Die hingen doch vorher alle so niedrig. Und jetzt sieht das richtig gut aus hier. Ja. Ja, Genossen. Schön, schön, schön. Die Erstlingsfahrt. Erstlingsfahrt, sagt man so? Nee, ne? Die, wie sagt man denn das? Jungfernfahrt. Ne? Die Jungfernfahrt. Wer von dem Fahrzeug? Also die Eröffnung der Autobahnspur. Richtig gut, Genossen. Da haben wir richtig was geschafft. Ja. Sehr gut. Und dann können wir jetzt die andere Spur freigeben. Ja, eigentlich bis hierher, ne? Bis hierher, Genossen. Jetzt fährt er hier rüber, weil hier rechts natürlich wieder Bauarbeiten sind. Ja. Und jetzt fährt er hier rüber. Warum das? Sind da links Bauarbeiten? Ja, vielleicht wollen wir tanken noch, ne? Man weiß es nicht, Genossen. Ja, IFA G5 kommt uns hier entgegen. Richtig gut. Ja. Ja, Langewahl ist eigentlich auch ganz schön geworden hier. Die Zwischenstation finde ich ganz nice im Großen und Ganzen. Ne? Ah, und die Brotbackfabrik da am Horizont, richtig gut, Genossen. Die sieht richtig gut aus. Ja, das macht was her. Das macht was her. Schöner Anblick. Eigentlich wollte ich ja jetzt in Langewahl aussteigen und die andere Straße hier schon mal vorbereiten. Aber wenn wir jetzt hier so schön unterwegs sind, Genossen, dann gönne ich uns nur ein, zwei Augenblicke mehr, um das Ambiente hier doch mal, auch in so einem Novembertag ist es jetzt, ne? 7. November 64, um das Ambiente hier mal einzufangen. Wo willst du hin eigentlich? Fleisch haben wir geladen, ne? Fleisch, okay. Schöner Tatra 613, glaube ich, der uns da gerade entgegenkam. Aha. Ja, sieht gut aus, ne? Jetzt hier mit der Kiesstraße. Richtig nice, Genossen. Hier unsere kleine Brennerei. Ah, und das ist der LKW, der die Pflanzen holt für die Brennerei. Die haben ja auch den ältesten LKW der Welt da quasi. Ja.
Sie geht mit dem Hund spazieren, auch gut. Ja, nice, Genossen. Richtig gut. Und hier fährt er wieder rauf. Okay. Aha. Okay, dann steigen wir jetzt mal aus, würde ich vorschlagen. Und ja, das machen wir halt mal, ne? Und weisen hier die andere Spur noch als, also als Baustelle zu. Weil er kann ja jetzt hier durchfahren. Alle können jetzt quasi bis quasi hier lang fahren. Zack. Und das heißt, dass diese Seite auch komplett Asphalt werden kann. Und das machen wir jetzt auch, Genossen. Das ziehen wir in einem durch. Nicht mit Running hier, auf Pause natürlich. Also, legen wir mal los. Ja? Hoffentlich haben wir hier ein paar längere Stückchen auch dabei. Das wäre ja ganz praktisch. Ja. Naja, bis hierhin dann mal. Okay. Ja, das wird ein gutes Stück werden hier. Okay. Ja, man kann sich auch irgendwo die, wie heißt das, die Noten oder so, hier die Begrenzung anzeigen lassen. Ah, jetzt habe ich hier wieder ein Schild gefangen. Naja. Aber ziehen wir das hier nochmal rüber bis zur Grenze, Genossen? Hm. Ja, hier sind wir auch schon, ne? Genau. Und hier noch das Stückchen. Jawohl, ja. Sehr gut. Schön. 8. November, gleich der 9. November. Ja, so schnell geht das. Ja, ich bin mal gespannt, wann der erste Schnee fällt dann wieder, ne? Also gehen wir hier auf Play zurück, Genossen. Und schauen uns das Spektakulum weiter an. Die Ernte ist mittlerweile immer noch nicht eingebracht. Ah ja. Ja, ist natürlich die Frage mit dem Export, den ich hier letzte Episode angeregt hatte, von Alkohol, ne? Den haben wir hier eigentlich gespeichert, ja. Von Alkohol und von Nahrungsmitteln. Ich glaube, den von Nahrungsmitteln, den fahren wir mal ein bisschen zurück hier. Ne? Aber Alkohol dagegen, da können wir ruhig am Ball bleiben, finde ich. Aber Nahrungsmittel nehmen wir mal raus. Wollen wir jetzt im Winter nicht exportieren, weil wir ja jetzt auch keine neuen Pflanzen haben. Und die Pflanzen, die wir dafür brauchen, die müssen wir importieren. Deswegen nehmen wir das mal raus. Ich weiß jetzt nicht mehr, an welches Distributionsoffice wir das hier rangehängt hatten. Aber hier ist das mit dran, ne? Entladen, Essen. Genau, also nehmen wir die Verbindung Kolditz Lager Essen raus. Jawohl. Und Frankfurt nehmen wir auch raus, ja. Jetzt fahren sie alles Korn, was sie noch irgendwo abholen können, in den Kornspeicher. Ja, und das ist ja auch die Absicht, so ist es richtig, ne? Bis er zu 90% gefüllt ist, ja. Gut, Genossen, dann haben wir das hier quasi auf den Winter eingestellt, ne? Das sind alles hier Winterfest machen, das ist unsere kleine Republik. Ich hatte ja gehofft, dass hier von den Baustellen noch ein bisschen mehr erledigt werden kann vom Winter, aber naja. Das wird wohl nicht mehr viel werden. Ne? Jetzt bei 5 Grad, 4 Grad, alles um Gefrierpunkt rum. Ah, nicht um Gefrierpunkt rum, Astral selber. Jetzt ist es minus 1, das ist um Gefrierpunkt rum. Ah ja. Aber geht ja auch schnell jetzt. Ne? Auf einmal kann hier der Schnee einsetzen und zack, dann geht hier gar nichts mehr, Genossen. Dann stehen wir wieder in unserem Winterchaos da. Und hier auch noch eine weitere Baustelle, ihr seht es schon. Die Fahrzeuge hier sind unterwegs. Ein Kindergarten, Genossen. Ne? Hier wird ein Kindergarten errichtet und nebenan noch ein Parkplatz mit 16 Plätzen für Fahrzeuge. Ja, weil die Arbeiter hier im Hochbunker, die sagten auch, oh, wir können nicht arbeiten wegen Kindergarten. Ne? Und dann dachte ich, da mache ich mal hier hinten in der Ecke noch was. Und ja, das geht ja auch schon voran. Ihr seht es ja. Ist jetzt erst vor 10 Tagen hier in Game errichtet worden, die Baustelle. Aber das geht langsam voran, ja. Ja, hier sind auch keine Probleme ersichtlich, Genossen. Das ist sehr gut. Und, na, man glaubt es kaum, haben die Stromleitung schon aufgestellt hier? Tatsache. Wow. Ja, das geht aber schnell, Genossen. Das geht aber echt zügig hier im Eigenbaumodus. Das überrascht mich jetzt. Okay, das heißt, die nächste Stelle ist hier der Switch. Da haben wir auch schon Material auf der Baustelle. Nee, noch nicht, ne? Da haben wir noch gar nichts, okay. Ah, weil der,
weil weil der Fußgängerweg gerade erst fertig geworden ist, Genossen. Den haben sie ja gerade erst fertig gebaut. Das heißt, jetzt warten sie auf die nächsten Kipper, die hier wieder Material ranbringen. Ne? Schauen wir mal. Ist er das hier schon? Also wäre ja schön hier vom Timing her. Ne? Kann man auch mal sehen, dass die Planwirtschaft hervorragend funktioniert. Ja, sehr gut, Genossen. Besser geht's nicht. Ja gut, vom Umdrehen her, das geht noch eleganter, aber schön, schön, schön. Und ist hier schon was passiert? Naja gut, der erste kleine Kiesweg, da haben sie Material hingebracht. Ja, nice, nice, Genossen. Und hier das Konstruktionsbüro, das könnte vielleicht sogar vom Winter ja noch was werden. Ne? Winter, ja, 12. November, sagen wir mal Winter. Ab wann sagen wir wirklich jetzt Winter? Ne? Ja, ab dem ersten Schnee. Jetzt ist es kalt, klar, saukalt, aber kann immer noch gearbeitet werden hier auf den Baustellen. Ja, das Denkmal haben sie schon fertig gebaut, Genossen. Hier das kleine Memorial in Front, wollte ich sagen, in Front of der Tankstelle. Also hier vor der Tankstelle. Ne? Das haben sie, ja, da haben sie natürlich die Prioritäten erkannt. Ja. Aber das ist auch sehr schön. Da muss ich auch aufpassen, dass ich das nicht zu oft einsetze, finde ich. Ne? Sind wie so aufschließende Ähren zusammen. Also, naja, hat schon was irgendwie Martialisches. Ja, Genossen, na, die Brücke, macht die hier Fortschritte? Nicht wirklich, oder? Die Pfeile hatten wir auch schon beim letzten Mal gesehen. Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge. Hm. Gut, Beton haben sie, mehr brauchen sie nicht. Das heißt, hier ist doch ein, sehe ich hier nicht einen Kran rumstehen, Genossen. Hier steht doch ein Kran. Hier ist doch ein Arbeiter oder Baufahrzeug. Naja. Wahrscheinlich, wir brauchen die Arbeiter, Genossen, ja. Und da kommt der Bus. Ist es der Bus mit den Arbeitern? Ja, wollen wir doch mal hoffen hier, ne? Na, 9, immerhin, Genossen, immerhin. Ja, aber die werden hier zu der Baustelle gefahren. Ja, ja, ja. Die kommen nicht an unsere Brückenbaustelle. Na, ob das, ja, vom Winter wird die Brücke eh nicht fertig. Ich hau jetzt hier mal die Beschleunigung rein, ne? Weil derzeit läuft doch alles gut, oder? Habe ich hier irgendwas übersehen, Genossen? Wie sieht es mit unserer Bevölkerung aus? Dieses Jahr, wie hat sich das entwickelt? 12 Fluchten. 12 Genossen konnten nicht erkennen, wie gut sie es hier eigentlich haben bei uns anscheinend. Ah ja, das sind die Blinden gewesen hier. Todesfälle 4200, Geburten 5000. Das heißt, wir haben, naja, so Pi mal Daumen 800, 750 Leute Überschuss. Das ist sehr gut. Und das ist auch okay. Das heißt, wir brauchen derzeit keinen neuen Wohnraum bauen. Aber irgendwas ist hier am Hochbunker denn los? Wartet man hier zu lange, oder? Vielleicht ist auch diese Form der Bushaltestelle nicht die idealste, Genossen. Also irgendwie weiß ich nicht. Können wir hier was verändern oder beschleunigen? In dem Ablauf, dass die Fahrzeuge sich besser einspulen? Nee, ne? Ob die jetzt links rumfahren, also ob wir Einbahnstraßen machen oder nicht, das ändert hier ja auch nichts. Er parkt jetzt ein, jetzt parkt der andere wieder aus. Oh, jeche. Ja, wahrscheinlich kommt das durch die B1000, ne? Dass diese großen Bushaltestellen doch mehr auf größere Busse eingerichtet sind als auf kleine B1000-Busse, die ja nur ganz kurz anhalten, um ihre 7 Leute einzuladen. Ja, jetzt seht ihr, ne? Die größeren Busse, die fahren da gemütlich rein und mal sehen, ob sie länger stehen bleiben. Ne? Die müssen ja mehr Leute laden, ne? Normal. Ja, jetzt kann er wieder los und ja, schlingelt er sich da von der anderen Seite rein. Also gibt es hier keine Reihenfolge, Genossen. Vielleicht sollten wir doch eine Einbahnstraße machen. Vielleicht sollten wir doch eine Einbahnstraße machen, Genossen. Das alleine um hier da, das zu vermeiden, dass die sich einfach nicht anstellen und sich dann vordrängeln. Also sagen wir mal hier, können wir das hier sagen? Dieses Stück hier? No. Können wir nicht sagen. Können wir das nicht sagen? Dass das hier die Einfahrt ist? Ja. Und dass das andere soll nur die Ausfahrt sein. Was? Ist das Stück zu kurz hier, das Stück Straße? Ah. Können wir hier sagen, das soll
Einbahnstraße wären? Anscheinend schon, ne? Weil, wenigstens derzeit mal, um das auszutesten. Hier muss ja von den Jungs hier keiner rumfahren. Ob das ein bisschen effizienter läuft hier. Nicht effizienter, aber gerechter auf jeden Fall, ne? Ja, das heißt, alle müssen hier rausfahren jetzt. Und wer hier hinkommen will, muss hier reinfahren und sich hier anstellen. Ob es gerade passt oder nicht. Ja. Ah, nice, 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 Genossen. Ja. Ja, das, okay, es behalten wir mal im Auge, sieht ganz gut aus. So. Was ist hier los? Schon wieder Rumflackereien vom Stromnetz her? Ja, ne? Hier so, um den Dreh. Und hier ist null Arbeiter, niemand wohnt da. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Aber schauen wir uns das hier nochmal an mit dem flackernden Stromnetz, Genossen. Ja, wo waren das? Das war hier die Gebäude-Properties, Building-Properties, Leistung. Spannung brauchen wir in dem Falle. Ja, hier ist er bei 14, ne? Hier ist sehr, sehr wechselhaft. Das ist hier so der Bereich. Hier, hier, hier. Hier läuft's auch. Ja. Seht ihr, also im Großen und Ganzen ist es dieser Bereich hier. Dieser Bereich hier. Und wenn es jetzt Tag wird, dann... Ja, dann sind die Schwankungen nicht so schlimm. Dann lässt es nach, ne? Dann lässt es nach, Genossen. Also das ist eine nächtliche Geschichte hier. Aber wir wollen auch nicht, dass unser Ozeanarium hier oder so keinen Strom hat und da Wasser zu kalt wird. Oder keine Ahnung, was da passieren kann. Die Pumpen nicht laufen, Genossen. Ja, das ist nicht gut für sowas. Kümmern wir uns da noch drum? Nee, ne? Wir haben genug Baustellen derzeit offen. Die Straßenbaustellen, die hier hinten ausgewiesen wurden, sind aber mittlerweile alle schon bearbeitet. Ah, das ist wirklich... Na, nicht alle. Hier geht noch was, ne? Hier ist noch was, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist so fantastisch. Aber da haben sie noch ein bisschen zu tun hier, ja. Trotzdem, an sich, die Fortschritte sind beachtenswert. Also, da bin ich ganz positiv angetan von. Ah, hier haben sie noch eine Baustelle. Okay, okay, ja, ja. Und hier geht's auch voran, ne? Ja, seht ihr, hier ist schon Kipper unterwegs. Ja, gut, gut, gut. Jo, Genossen, das sieht gut aus. Richtig gut, dann werfen wir den Nachbrenner rein, wie wir gesagt haben. Ne? Sind ja jetzt auch nicht hier, um die Zeit zu verbummeln, Genossen. Ja, 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 hier geht's auch voran. Sehr gut. Ah, das Stück hier vom Winter weiß ich da nichts mehr zu. Nee, nee, nee. Vom Winter nicht mehr. Was wird hier rumgestanden? Auf einer Strecke oder was? Ist das Eva? Adam, der hier trödelt. Adam, was ist denn los? Vertanken? Okay. Naja. Ja, die Tunnelbaustelle, die haben sie auch noch nicht angegangen hier, ne? Ja. Nur der Tunnel, Genossen, der Tunnel, der ist ja auch mehr so ein Experimentaltunnel eigentlich. Da ja nicht vorgesehen ist, hier übermäßigen Verkehr durch den Ort zu leiten, ne? Also ist nicht meine Absicht, hier eine Ersatzhauptstraße auszuweisen, ne? Anstatt dieser hier. Das wollen wir eigentlich nicht, Genossen. Deswegen, das hier bleibt auch Kiesstraße, würde ich vorschlagen, damit die Leute hier nicht so lang fahren. Machen wir nur hier den Dorfring quasi als Asphaltstraße. Und der Rest bleibt Kies. Oh, Genossen, es ist soweit. 23. November 64. Und der erste Schnee fällt in diesem Jahr. Ja, all unsere hehren Straßenbauplanungen. Damit liegen sie unter einer weißen Decke begraben, Genossen. Ja. Naja. Ach, ist herrlich. Ist wirklich nice hier. Ist wirklich schön. Der zweite Winter sozusagen in unserer Republik. Ja, die Fabrikverbindungen, die sind beheizt. Das muss man wissen. Ne? Da fällt natürlich kein Schnee. Die haben da Wohnvorkehrungen getroffen, Genossen. Liegen Dampfleitungen drunter oder sowas. Ja, ja. Könnte noch schön zischen hier eigentlich, ne? Ja.
Herrlich, Genossin, herrlich. Wir sind wieder mitten im Winter gelandet. Ja, unser Kieshauptlager, Valoka. Da liegt's da nieder. Kein Kies mehr auf dem Förderband. Nichts, Genossen. Nichts, nichts, nichts. Was ist? Er steht hier rum wegen Straßenbauarbeiten, okay. Mhm. Ah, und hier ist der Winterdienst unterwegs. Ja, sehr gut, Genossen. Sehr schön. Sag ich mal, Genossen, wir fahren einmal, jumpen wir hier rein und machen noch eine kleine Mitfahrt heute. Ja, komm mal. So. Hier den Hafenweg entlang. Oh, schön. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Ja, das haben sie gut gepackt hier unten, ne? Den Weg gleich sauber zu machen. Na gut, dieses Büro oder technische Service Office hängt hier auch direkt an dieser Straße mit dran. Hier seht ihr, hier ist noch nichts gestreut. Schluck trinken hier. Oh je, Genossen, hab ich heute meine Zeit wieder nicht eingestellt? Ja, ich habe meine Zeit nicht eingestellt. Aber heute muss ich mindestens eine Viertelstunde schon abziehen, oder? Ja, mindestens. Genossen. Ich ziehe eine Viertelstunde ab. Okay. Junge, Junge, auf den Schreck muss ich erstmal was trinken. Ja, die Uni sieht auch gut aus hier im Winter, ne? Muss man sagen. Langsam geht es voran. Langsam, Genossen. Verfolgungskamera beenden. Jawohl, beenden. Okay. Ich kann ja mal gucken hier. Ach, egal, das lassen wir mal sein. In den Settings. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das lassen wir jetzt mal sein, Genossen. Die Fenster hier können beide zu. Ja. Okay. Ja, die Parkplätze sind auch schon geräumt hier, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, die Wintersituation, Genossen. Die Wintersituation, da haben wir sie hier wieder. Wie sieht es denn auf unseren Baustellen aus hier? Erstmal hier unser Baucenter. Naja, die Einfahrten sind geräumt. Das sieht alles erreichbar aus. Nur hier diese Straße, die wäre mal auch gut gewesen. Ja. Seht ihr, überflüssige Straßen, ne? Da fahren sie jetzt rein und räumen die, obwohl die kein Mensch braucht, so wirklich. Ja, ja, ja. Und da, wo es benötigt wird, da ist noch nichts passiert hier. Ja, ja, die Baustelle, die hätte ich zu Anfang zuweisen müssen, Genossen, den Winterdienst hier. Auf jeden Fall vor diesem Winter, das wäre besser gewesen. Aber ja, wir hauen hier wieder die Beschleunigung rein und... Die Zeit ist in dem Fall hoffentlich unser Freund, Genossen, ne? Wart mal, dass das hier vorangeht. Naja, hier die Kohleförderung läuft, das sehen wir, ne? Die Fließbänder, Förderbänder hier, die sind in Betrieb. Unser Heizkraftwerk verbraucht ordentlich Kohle. Das läuft, das ist auch wichtig hier, das ist super wichtig. Da hängt die die Stromproduktion mit dran und wie gesagt, auch die Heizung hier. Das ist nicht ganz ohne, Genossen. Ne? Kolditz, wie geht's in Kolditz voran? Ja, geräumt ist es soweit, ne? Das sieht gut aus. Also die Straßen sind geräumt. Kolditz ist natürlich nicht geräumt worden. Was steht er denn hier rum? Achso, das sind Baustellenfahrzeuge. Okay. Naja, hier seht ihr die Schneeflüge, ne? Ja. Gut, gut, gut. Die sind schön fleißig. Ja. Nacht über Kolditz, Genossen. Unsere Ökonomie, wie sieht's damit aus? Ja, da kommt der Tag auch schon wieder. Von den Importen her, das würde mich mal interessieren. Importe dieses Jahr. Ja.
ob da irgendwelche super auffälligen Abweichungen sind. Hm, ja, hier sehen wir die Importe von Pflanzen. Das heißt, der Pflanzenimport ist komplett auf Null gefallen. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als wir dann angefangen haben, unsere Ernte hier einzubringen. Elektronik, ja, das erwartet man auch, ne? Dass immer, ja, immer wieder ein LKW an der Grenze auftaucht. Und so langsam siehst du ja hier auch eine steigende Tendenz. Also die Bevölkerung wächst, das bildet sich ja da auch ab. Ja. Ja, und Treibstoff ist natürlich mit 500.000 Rubel unser entscheidender Faktor. Aber, wie hatte ich glaube ich schon mal angesprochen, ne? Dass die Raffinerie, die will ich jetzt nicht... Also die Raffinerie soll erst aus eigenen Mitteln gebaut werden dann. Ja, da den ganzen Stahl und alles, das wollen wir dann selbst schon produzieren können, bevor wir hier weitere Großprojekte angehen. Denn das Großprojekt, was wir ansteuern genossen, ist die Stahlerzeugung. Das hat hier absolute Priorität. Ja. Dezember 64 genossen. Mitten im Winter. Ja. Aber es sieht aus, als ob wir die winterliche Straßensituation hier im Griff hätten. Ne? Sind die Docks schon fertig? Meinst du doch nicht ernst, oder? Seid ihr schon fertig hier? Jo, Genossen, die Docks sind fertig. Ja, die Werft ist es ab jetzt. Die Werft Edgar André heißt die. Und Gebäude ist ohne Stromversorgung. Und Temperature in Building is too low. Das heißt, die Genossen hier haben auch einen Bedarf an Heizung. Ah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich jetzt nicht erwartet, Genossen. Die haben Bedarf an Heizung. Haben die das hier? Oh, die liegen noch im heizbaren Bereich mit drin. Seht ihr, ne? Die haben Heizung hier. Ja. Das heißt, wir müssen den Werftarbeitern eine Heizung da einbauen. Sonst passiert da im Winter nichts, ne? Mhm. Hier hatte ich noch eine. Ja. Warte mal, lass mal schauen. Könnten wir theoretisch eventuell nämlich. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo geht das denn jetzt los hier? Leistungstransformator, eine lange Wahl. Hm. Das wäre richtig übel, wenn der abbrennt. Ne? Feuerwehr wurde gerufen. Da ist er. Das ist die G5 von der Burg. Ne? Hoffentlich sind da Feuerwehrleute. Einer. Reicht einer aus, Genossen. Hoffentlich, wenn der jetzt nach Hause geht, dann ist natürlich hier Schluss mit lustig. Also Feierabend ist jetzt heute nicht. Komm mal. Ja, geht langsam zurück, das Feuer. Aber zwei, sehr gut, sehr gut. Hat Unterstützung bekommen. Ja, ist auch eine freiwillige Feuerwehr, ne? Da darf man nicht zu viel erwarten. Aber das haben sie hier in den Griff bekommen. Sehr gut, Genossen. Sehr schön. Okay, so weit, so gut, ja. So weit, so gut. Geräumt ist es, ja, sehr gut. Und wir wollten mal schauen, ob wir hier nicht irgendwie eine Heizungsversorgung mit für die Werftanlage aufbauen können. Ne? Heizung und Strom in dem Falle, Genossen. Heizung und Strom. Das sind ja zwei Erfordernisse. Aber ihr seht es hier, die beiden Warehouses, die Lagergebäude, die haben noch Strom. Die haben natürlich auch Strom hier. Nur ebenso die Werft nicht. Ne? Ebenso die Werft nicht. Ja. Wie dem auch sei, die brauchen auf jeden Fall Strom. Das heißt, hier werden wir noch eine Stromversorgung mit aufbauen müssen, Genossen. Strom und Wärme. Strom und Wärme. Ja. Und mit der Wärme bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Erleben. Wie machen wir denn das? Wir haben hier oben einen riesen Wärmetauscher stehen. Der allerdings, glaube ich, auch hier drüben schon mit... Ja. Den lassen wir da oben mal stehen, Genossen, ne? Den lassen wir da mal stehen, würde ich sagen.
was man machen könnte, theoretisch. Was man machen könnte, Genossen, wäre Folgendes. Man könnte diesen hier, die Pumping Station, rausnehmen. Wir könnten hier eins von diesen... Wir könnten hier eins von diesen Sechserverteilern aus dem Modpaket mit reinsetzen, das Zuleitungskabel an diesen Sechserverteiler hängen. Dann hängen wir das Ding hier mit dran und die beiden kleinen. Ne? Und dann hätten wir ja immer noch zwei frei. Ich meine, hier steht ja auch einer, die werden aber nicht groß belastet hier, weil wer braucht hier denn eigentlich? Wer braucht dich denn hier? Wer braucht dich überhaupt? Ja, seht ihr, es ist sehr überschaubar. Aber Betonwerke und Asphaltwerke und alles sowas, das muss natürlich auch im Winter funktionieren. Ihr seht es, hier sind auch die Mixer unterwegs im Winter und das Ding läuft auch im Winter hier. Ne? Ja, deswegen, er ist also auch erforderlich. Und du hier hinten? Ach, du bist beim Kieswerk, nur für das Kieswerk. Na klar, nur für das Kieswerk, ne? Ja. Und die Gruben auch, okay. Ja, da hat das Kieswerk seinen eigenen Wärmetauscher, okay. Minus 13 Grad, Genossen. Ja. Minus 13 Grad, aber das Kieswerk bleibt auf 70, 80 Grad stehen, das ist super soweit. Ja, das heißt, dass wir wirklich hier zusätzlich noch einen Wärmetauscher aufbauen müssen, Genossen. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ja? Und ich überlege gerade, ob wir diese Leitung hier eventuell, die Stromleitung mit anzapfen können, weil der Verbrauch fürs Kieswerk, der ist beinahe bei Null, Genossen. Der ist ja beinahe bei Null, das sehen wir ja hier. Ne? Ja. Jetzt läuft es mal wieder kurz, weil was abgeholt wird, aber auch dann holt sich das Kieswerk überhaupt. Ja, ne? Hier ist doch nichts anderes in der Nähe. Nee, die holt sich da schon den Strom weg. Ja. Dann denke ich, dass wir diese Leitung anzapfen können, ne? Dass wir die hier irgendwo unterbrechen und das machen wir jetzt auch mal. Ja, das mache ich jetzt mal fertig hier. Dann setzen wir hier nämlich einen Switch mit rein. Das lassen wir sie aber erstmal fertig bauen hier. Den Switch lassen wir fertig bauen und der kommt von... Ah, den hätte ich auch mal andersrum bauen können, Genossen. Ne? Das ist wieder hier ein bisschen unklug geregelt. Also abreißen. Dieses Gebäude wirklich... Oh, jetzt habe ich natürlich auch Stromkabel mit abgerissen. Ne? Ja, Astral, das hast du gemacht. Ja, den Bulldozer benutzen, das ist meine eigene Schuld hier, Genossen. Das ist meine eigene Verantwortlichkeit. Da kann ich jetzt niemandem hier die Schuld geben. Ich wollte das nämlich umdrehen, das Ganze hier. Und so rum aufsetzen. Und das machen wir jetzt auch hier. Okay. Jetzt kommt er dahin. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich, auch das Stromkabel ist eh unterbrochen, also können wir das auch mit aufbauen. Na, kriegen wir ihn zu packen hier? Was ist denn das für eine Leitung, Genossen? Oh, das ist so eine ganz kleine, ne? 0,65er Leitung ist das nur. Eine 0,65er Leitung. Ja, ob das so eine gute Idee war, die zu unterbrechen, wird sich dann herausstellen, Genossen. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen mehr abreißen, weil wir zu nah dran sitzen hier. Das heißt, hier die Verbindung wieder herstellen. Ah, das sieht aber auch nicht aus. Also hier die Verbindung wieder abreißen. Komm her. Wenn, dann wollen wir diesen doppelten Pfahl, den wollen wir hier dran haben. So, genau. Und hier das Spielchen auch. Jawohl. Okay, das könnt ihr alles bauen hier, ja. Und hier kommt dann noch ein Umspannwerk mehr dran. Auf dieser Seite. Dieser Seite, oder? Wo stellen wir das hin, Genossen? Wo stellen wir das hin? Vielleicht hier hinten irgendwo? Ja. Ja. Also zoomen wir mal ein bisschen raus hier. Ja, hier so ungefähr, ne? Ja.
Hier macht das Sinn irgendwo. Okay. Okay, dann drehen wir das nochmal um hier ein bisschen. So. Hier ist doch ein guter Platz dafür. Ja, das kann man machen. So. Okay. Und hier brauchen wir auch noch ein kleines Stück Kabel. Sehr gut. Und das kann alles gebaut werden. Jo. Gut, Genossen, die Kiesförderung ist damit zusammengebrochen, weil ich hier die Stromversorgung gekappt habe. Was jetzt aber hoffentlich nicht weiter ein Problem sein sollte. Hoffe ich doch mal. Weil ihr seht es hier, der zieht sich, das Betonwerk zieht sich weiter den Kies raus. Und da sollte reichen, dieser kleine Vorrat, hoffentlich, bis die notwendigen Bauarbeiten hier dann zum Abschluss gekommen sind. Ne? Was wahrscheinlich ja dann auch erst wieder... Hey, der 1. Januar, Genossen. Happy New Year. Hey. Ja. 1. Januar 65. Das heißt, das Jahr 65 beginnt und mit Abschluss des Jahres 65... Nee, wir sind jetzt im Jahr 65, ne? Das sind, ist das 5. Jahr unseres Games sozusagen. Das heißt, das letzte Jahr im ersten 5-Jahres-Plan. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Oder sehe ich das falsch, Genossen? 60 ist Jahr 1. 61, 62, 64. Nein, wir sind schon im zweiten, in der zweiten Hälfte. Natürlich. In der zweiten Hälfte, Astral. Der zweite 5-Jahres-Plan ist hier schon in Funktion, nämlich, Genossen. Und der sieht vor Stahlproduktion. Innerhalb von 5 Jahren. Ist das machbar? Das ist ein ganz schönes Vorhaben, ich weiß. Ja, ja. Das ist nicht mal so ohne. Stahlproduktion, sagt sich so einfach, Stahlproduktion, als ob es nichts wäre, aber gerade bei dem Input da, ne, beim Stahl, die Mengen, allein die Menge an Eisen, die du brauchst, ne, das ist ja ein Wahnsinn, alles, Genossen. Ja. Aber ihr seht es, wir rasen jetzt durch diesen Winter hindurch und der Tunnel sorgt dafür, dass hier die Oberfläche abtaut, ja, was auch nicht so schön ist, ja. Aber das hast du ja immer hier bei den Tunnels, ne, oder Tunnels. In Workers and Resources, dass du die auch an der Oberfläche siehst. Aber hier gehen die Brückenbauarbeiten weiter, Genossen. Bei minus 13, 14, 15, 16, 17, 18 Grad. Sehr gut, sehr gut. Ihr seht es, also auch im Winter kann asphaltiert werden. Das liegt nur an einem selber, halt die Voraussetzung dafür zu schaffen. Ne? Schön, also dieses Denkmal im Winter sieht noch besser aus, finde ich. Ne? Sieht doch richtig nice aus. Ne? Richtig schön. Ja, Genossen, dann nutzen wir die Gelegenheit hier. Ja, soll ich das machen? Ja, ne? Ich mach gleich mal einen Screenshot hier für das Thumbnail. Ja, ein bisschen dunkel vielleicht für den Screenshot. Ja, danke, danke. Danke, danke. Ah, das sieht auch schön aus mit den Lampen hier. Richtig gut, Genossen. Richtig gut. Die Lampen, wo kommen denn die Lampen eigentlich her, Genossen? Sind die von dem Denkmal? Ja, ne? Ah, und da kann man aber Straße drüber legen und die Lampen kommen aber durch weiterhin. Okay, naja, weil die eine Lampe ja jetzt hier direkt... So, wo er gerade rübergekachelt ist, ne? Das müssen irgendwie so Lampen, LED-Leuchten eingelassen in den Fahrbahnbelag. Aber doch nicht 65. Ja. Naja, tagsüber sind sie ja aus. Immerhin. Immerhin, Genossen. Ja, so steht unsere kleine Brückenhälfte schon mal da. Das ist doch schön. Ja, das ist richtig gut hier. Ja. Ja, ihr Lieben, hier hat der Winterdienst allerdings deutlich noch keinen Einzug gehalten. Ja, das ist sieht nicht so gut aus hier. Ja. Na komm, gib mir mal wieder hier das Interface wieder. Ja, sehr gut. Ja, Genossen, die Stromversorgung, da drüben hatten wir aufgebaut. Soll ich mich hier auch um die Fernwärme kümmern?
muss ja eigentlich auch passieren hier. Ne? Das muss eigentlich auch passieren. Kleiner Wärmetauscher. Oder man versetzt den bestehenden Wärmetauschergenossen. Das wird wahrscheinlich eine gute Idee sein, oder? Eventuell, unter Umständen. Lass doch mal schauen. Das, hier steht einer. Und den fürs Kieswerk. Könnte der fürs Kieswerk dann noch weiter rüber? Ja, ne? Der könnte doch weiter rüber genossen. Ja, Strom hat er jetzt eh nicht, weil natürlich ich die Leitung unterbrochen habe. Was aber weiter nicht so ein Problem sein wird. Und wir müssten also schauen. Ja, 240 Meter bis zu den Kiesgruben. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier so die Maximalentfernung von so einem Wärmetauscher ist. Dann machen wir jetzt mal Heat Exchanger, den kleinen aber. Ne? Den kleinen, ja. 260 Meter, hat mir gesagt, hier bis zu den Gruben. Ne? Ja, das ist auch so. 250 Meter ist die maximale Entfernung. Das heißt, es reicht nicht, den umzuplatzieren. Ne? Obwohl doch, hier, guck mal, Genossen. Die Werft ist jetzt 300, noch was Meter weg. Ja, wieso zeigt er mir denn die weiteren nicht an? Hätten größere hier andere. Hier, Genossen, die Kiesgruben zeigt er mir nicht an, ne? Brauchen die eventuell gar keine Wärme? Kann das sein, dass die gar keine Wärme brauchen, Genossen? Das schaue ich mir jetzt mal an. Ja. Nein, die brauchen Wärme. Die brauchen Wärme. Okay. Ja, was machen wir hier, Genossen? Was machen wir? Wir unterbrechen, also im Frühjahr, wir unterbrechen diese Leitung hier, obwohl im Frühjahr brauchen wir nicht warten. Das Kieswerk hat derzeit keinen Strom, ne? Das Kieswerk hat eh keinen Strom, also arbeiten ist da nicht. Wie sind denn die Kiesvorräte hier? Ah ja, 300 Tonnen haben wir jetzt verbraucht, da kommen wir mit hin, da kommen wir bis zum Sommer mit hin. Wir könnten hier die Fernwärmeleitung unterbrechen, diese kleine hier. Und setzen hier dann noch einen weiteren Wärmetauscher hin für die Werft. Genossen, das würde ich mal vorschlagen. Wieso geht das hier nicht voran? Kein Bauern zugeordnet. Die Straße ist noch nicht fertig, ne? Ja, ja, unvollendete Straße. Ah ja, gut, gut, gut. Also bereiten wir das mal vor. Wir bereiten hier, da brauche ich nicht das Mod-Gebäude. Dann nehmen wir hier diese kleine Pumping Station. Na, Genossen. Und die soll denn hier irgendwie hin? Genau, perfekt eigentlich hier. Ja, perfekt. Die sollen sie mal fertig bauen und dann können wir das im Sommer umkabeln und bis dahin passiert auf der Werft sowieso nichts, Genossen. Da wird ja jetzt noch nichts gebaut, das ist nicht super eilig. Ne? Stromversorgung ist auch noch nicht hergestellt. Und dann, wenn, dann ist auch fraglich, ob diese 0,65 Megawatt ob das von der Stromversorgung her ausreichend sein wird. Das wage ich zu bezweifeln. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? In Neu-Waloka? Ja. Hier wird geräumt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, das geht also voran hier. Ja, hier sind sie mit den Stromleitungen. Sind sie noch nicht weitergekommen? Habe ich das denn hier in Bau gegeben? Ist das aber, ja. Aber kein Baubüro beauftragt. Wieso denn das nicht? Bau fortsetzen. Irgendwer muss sich doch hierfür zuständig erklären. Das andere haben sie ja auch fertig gebaut, ne? Ja, ja, ja. Da müssen sie selber mal schauen, wer das denn macht im Endeffekt. Und die Tankstelle haben sie schon fertig, Genossen. Ja, aber das ist ja allerfeinst, oder? Ja, das ist doch schon mal super. Das heißt, da können wir schon sagen, ja, können wir noch nicht, weil sie keine Stromversorgung hat. Weil wenn wir jetzt sagen, betankt die Tankstelle, ich denke, den kann er nicht entladen, wenn er die LKWs dahin schickt. Weiß aber, dass die leer ist und schickt weiterhin quasi Minullaster hier hin, obwohl wir die hier nicht brauchen. Ja. Also, was brauchen wir, Genossen? Wir brauchen dieses Kabel muss hier fertig werden. Beauftragte Baubüros.
Unfertige Mittelspannungsleitung. We're missing some resources. Ist das neu hier, das Fenster? Genossen? Construction needs these resources. Ja, das gefällt mir richtig gut hier. Okay. Ist mir neu. Ist mir neu, Genossen. Aber gut, beauftragte Baubüro, steht das denn hier? Wer hier? No construction officer available. Ja, that's not believable, Genossen. Oder kann er das nicht bauen, weil das hier... Doch, er kann es bauen, ne? Fängt er nicht an hier mit der Stromleitung? Ja. Genau, er muss ja immer bei einem Startgebäude hier losbauen, wo er einen Zugang hat sozusagen. Naja, dann soll sie die mal aufstellen hier, die Leitung, dann geht das auch voran. Sehr gut. Ja, ich hoffe, dass der Winter jetzt Ende Januar langsam mal hier vorüber ist. Wir sind ja auch in einem Affenzahn hier durch. Aber das ist auch gut so, Genossen. Soll ja auch weitergehen. Wir müssen hier in Richtung Eisen vorangehen. Und die Geschwindigkeit ist jetzt schon... ich meine, es geht jetzt auch schon mindestens 5 Episoden, erzähle ich von, auf in Richtung Eisen. Und da sind wir immer noch nicht. Aber ja, ist so, ne? Wenn du es hier im Eigenbaumodus machst, dann brauchst du Zeit. Da musst du dir die Zeit nehmen. Ne? Aber das mache ich auch gerne, Genossen. Ne? Da bin ich auch nicht böse drüber, weil das ist ja auch eine super Herausforderung hier. Das alles hier von den Abläufen so unter einen Hut zu kriegen. Und ja, das finde ich schön. Ja? Je komplizierter und herausfordernder es im Endeffekt ist, desto mehr Freude hat man ja selber auch in der Bewältigung dieser, ne, dieser Herausforderung. Ach, schaut richtig gut aus, Genossen, hier, ne? Von den Farben her. Juhu, aus dem Schnee heraus. Ja, da liegt unser Eisen, Genossen. Es liegt genau hier im Fokus, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, und hier sehe ich ein Stahlwerk, den Himmel verdüstern. Das wird richtig gut werden, Genossen. Hier sehe ich einen Hafen, in dem die Kohle angeliefert wird. Ja. Wo sehe ich denn die Arbeiter, die für das Kohlekraftwerk arbeiten? Eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Das Denkmal hat auch, das hat auch Licht, obwohl es keinen Strom hat, Genossen, ne? Ja. Naja. Ja, die Arbeiter müssen hier auch mit hin. Die müssen hier auch mit hin. Hier oben könnte man natürlich auch so eine kleine Siedlung machen auf diesem Plateau. Ja, schauen wir mal. Da schauen wir mal. Ja, das würde mir gefallen, Genossen. Dass wir erstmal die Arbeiter hier für das Kraftwerk vielleicht hier oben ansiedeln. Weil Industrie wollen wir da nicht raufpacken, ne? Und macht das Sinn? Naja, die Brücke ist hier hinten, ne? Ich meine, die Brücke ist ja unser einziger Zugang hier zur Versorgung mit allen möglichen Sachen. Also Lebensmittel und ja, alles, was wir brauchen, das wird über diese Brücke kommen müssen. Ja. Wo ist denn hier der nächste Grenzübergang eigentlich? Können wir hier vielleicht was machen? Hof wäre das, ne? Ist das Hof hier? Ach, Hof ist ja auch schon im Westen, Genossen. Ja. Das ist ja auch nice, ne? Weil so ab und an mal was im Westen verkaufen, ein paar Devisen bräuchten wir auch, weil wir können hier unsere Rubel ja nicht auf dem Schwarzmarkt tauschen. Leider nicht. Ich meine, selbst Kurs 10:1 oder was weiß ich, da geht nichts. Von daher, gerade wenn wir mal ein paar neue Mähdrescher brauchen oder sowas, ne? Wenn wir wieder Dollar nötig haben. Das heißt, das ist gut zu wissen. Hier könnten wir auch den Exportpunkt Richtung des kapitalistischen Auslandes aufbauen. Und hier ist Cottbus direkt nebenan. Ja, das sieht ganz vielversprechend aus, ne? Ja. Kann man hier eigentlich. Wir könnten doch auch mit Schiffen hier langfahren, ne? Wenn hier der Hafen, hier geht der Fluss weiter. Das heißt, wir könnten hier auch Export mit Schiffen Richtung
des sozialistischen und kapitalistischen Auslandes durchführen gelassen. Ja, das ist richtig gut, das ist richtig nice. Ja, okay. Gut, ihr Lieben, diese Episode findet im Winter statt, ihr seht es. Und 5 Millionen Rubel haben wir schon eingesackt. Wow, da bin ich gerade ein bisschen positiv schockiert von. Das ist super. Aber das bringt uns hier auch nicht weiter. Ne? Das Geld bringt uns nicht weiter, Genossen. Das ist im Endeffekt auch nur Papier hier für uns. Viel weiterbringen, also viel mehr weiterbringen uns hier diese Betonmixer, die in Richtung dieser Brücke hier unterwegs sind und uns mit neuen Baustoffen versorgen. Weil jetzt haben sie das nächste Segment angefangen, ne? Ah ja, das ist nice, Genossen, weil das hier ist echt ein großes Stück. Und da sind sie jetzt dabei, Ressourcen auf der Baustelle hier die Baustoffe anzuliefern. Ja, das heißt, unser erstes Brückenteil ist fertig hier. Sehr gut. Und hier könnten wir eigentlich ein paar Schneeflüge stationieren, Genossen. Ich guck mal, ob hier drüben irgendwo welche abzuziehen sind, damit wir jetzt keine neu kaufen müssen, die nicht in Benutzung sind. Weil hier seht ihr es, hier stehen 3 rum. Anscheinend sind die ja wohl zu viel dann, ne? Schicken wir mal 2 weg davon. Schicken wir 2 hier rüber. Ja. Na? Und, oder nehmen wir uns woanders noch einmal gucken, ob woanders noch ungenutzt. Ja, hier stehen wir 50 ungenutzt rum. Dann nehmen wir uns hier auch ein. Okay. Savoy. Was sage ich hier? Sejov heißt es, nicht Savoy. Sejov. Sejov, der Fluss Sejov. So. Ah, die haben Platz für 3, ne? Naja, dann hauen wir hier noch einen rein. Besser. Hier in den Außengefilden können wir besser ein Fahrzeug mehr haben. Ja, wenn man jetzt hier was wiederfinden würde, Genossen. In dem Schneefall, ne? Da machst du nichts mehr. Ja, nee, nee, nee. Ja gut, dann nehmen wir doch hier noch einen mit raus. Und den schicken wir auch mit hier zur Brücken, zum Brückenstraßendienst. Ja, komm her, hier rein. Ja, sehr gut. Okay. Ja, Genossen, auf schnell steht's. Das ist schon die schnelle Version, ne? Und ihr seht hier die Busse, wie sie die Arbeiter bringen oder auch nicht die Arbeiter bringen. Ich weiß nicht, ob die Busse jetzt voll sind oder durch den langen Weg die Leute sich schon wieder, ja, die Leute weggebeamt haben. Aber ihr seht, es geht hier langsam voran. Auch die Baustelle wird geräumt. Sehr gut. Und es fällt da von der Brücke runter. Nice, ne? Ja, das sieht richtig gut aus. Ja, das Stromkabel hier. Das wäre mal gut, wenn das hier mal vorangehen würde. Ja. Vielleicht sollte ich wirklich umschwenken und die Gebäudebaustellen auch von Hand vergeben, Genossen. Weil dann hätte ich erst das Stromkabel fertig gebaut, dann hätten wir die Tankstelle schon mit versorgen können. Das wäre schon mal eine gute Sache. Ja, sieht auch gut aus hier. Ne? Intertank Minol. Ja. Mitten in der Landschaft. Sehr gut. Ja, die Kipper stehen hier rum und machen nichts. Ne? Das ist schade, schade, schade. Aber so ist es halt. Und die Straße hier ist auch schon fertig, Genossen. Das ist ja ein Wahnsinn. Guckt euch das an. Die haben die Verbindungsstraße hier fertig gemacht. Ja, yes, der Winter ist vorbei. Ende Februar. So, jetzt haben wir den ganzen Winter in einer Folge durchgemacht. Sehr gut. Lass mal schauen, wie es um die Nahrungsmittel bestellt ist jetzt. Ende des Winters, haben die alles weggefuttert hier oder nicht? Oha! Genossen. Oha. Oha. Da hau ich erstmal die Pause rein hier. Das Essen ist alle. Das ist nicht gut. Wie sieht denn das hier aus? Korn haben wir genug. Also Pflanzen. Das heißt nicht genug Arbeiter. Ja. Temperature is too low.
Temperature is too low. Ihr wohnt doch direkt hier neben dem Heizkraftwerk. Keine Arbeiter. Wo sind die Arbeiter aus Kollitz alle? Hier wohnt ja gar keiner mehr. Oh, Genossen, habe ich hier was übersehen? Sind die Arbeiter nicht zur Arbeit gekommen? Deswegen ist es so kalt geworden. Die sind alle weggefroren diesen Winter. Das wollen wir doch mal nicht hoffen hier. Schauen wir mal. Das ist tatsächliche Bevölkerung. Oh, die sieht aber dieses Jahr, die letzten 6 Monate hätte ich gerne mal. Von mir aus auch diesen Monat. 433 Tote diesen Monat? Das ist nur der Februar. Oha, und letzter Monat 500 Leute. Ah, ist hier was ausgebrochen in Kollitz, Genossen? Kollitz ist ja entvölkert. 2 Leute noch. Oha, das ist richtig übel hier letztes Jahr. Zeig mal die Bevölkerung. Ja. Bumm, da ging es nach unten. 9500. 24. November. Wann ging denn das große Sterben los hier? 8760 am 4. Dezember. Ja, auf jeden Fall beim Wintereinbruch die Heizkraftwerke kontrollieren, Genossen. Das ist jetzt hier nämlich wirklich ein kleines Drama. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Kohle haben die ja, ne? Kohle und Strom? Haben die Strom? Ja, Strom haben sie und Kohle haben sie auch. Okay, also würde ich erstmal sagen, müssen hier ein paar Leute rein, damit die eins dieser Heizkraftwerke in Betrieb nehmen. Haben wir hier, hoffentlich seid ihr gut durch den Winter gekommen hier alle. Ja, sehr gut. Die haben schön im Warmen gesessen in Strausberg und hier nebenan die Genossen. Naja. Uiuiui, Kollitz entvölkert, Genossen, das ist richtig übel. Den muss ich jetzt auch direkt sagen, ihr sollt hier im Heizkraftwerk arbeiten. Das hat erste Priorität. Ihr auch. Okay, jetzt mal sehen, ob das hier was wird. Ja, das läuft. Sehr gut. Das heißt, langsam müsste hier die Temperatur hochgehen. Langsam. Oh, geht wieder runter. Geht wieder runter. Ja, da muss ich erst einpegeln, ne? Das machen die ja auch nicht sofort. Das machen die ja auch nicht sofort, Genossen. Und hoffentlich pegelt der sich schnell genug ein, bevor die Leute hier wieder wegsterben oder wegfrieren, wie auch immer. Temperature too low. Das Thermometer muss ganz oben sein hier, ne? Ja. Ah, ja, ja. Da muss er jetzt ordentlich gegen ankämpfen. Ihr seht es. Aber es scheint zu klappen, ne? Das Heizkraftwerk heizt gut hoch hier. Ja. Uiuiui, der Winter 64-65 hat uns ein Siebtel der Bevölkerung gekostet ungefähr, ne? Uiuiuiui, das ist heftig. Naja. Eigene Schuld, ne? Ich hätte aufpassen müssen, hier, ob hier alles läuft. Aber nein, habe ich nicht getan. Ja. Kommen denn jetzt neue Leute hier an, wenn die Temperatur wieder gut ist? Niemand wohnt hier, ne? Das heißt, wir werden noch ein paar neue Siedler hier aus Strausberg rübersiedeln. Ich meine, wir könnten auch ein paar neue Einwanderer kaufen. Geld genug haben wir ja. Weil Einwanderer kaufen ist okay, ne? Da habe ich kein Problem mit. Verlegen Sie. Aber bevor wir das nicht. Also, wenn wir es nicht müssen, dann müssen wir es auch nicht machen. Dann nehmen wir lieber die eigenen Leute. Ja, impfen wir die Gebäude hier mal wieder mit den ersten Siedlern. So, da lassen wir aber auch mal 8 drin. Okay. Ja, die haben sich hier so schön eingenistet und müssen jetzt hier aufs Dorf ziehen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Aber hier kommen auch noch welche. Ja. Auch hier oben auf der Burg, da wollen wir auch noch mal ein paar Einwohner haben.
Ja. Die Torhäuser vorne. Ja. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Jetzt ist das Gebäude komplett leer. Ja, wir müssen den Schock erstmal verdauen hier, Genossen. Den Schock des riesigen Bevölkerungsrückganges. Und es geht immer noch weiter zurück, ne? Es geht ja immer noch weiter zurück, Genossen. 414. Ja, jetzt hat sich's. Nee, hat sich nicht gefangen. 7400. 7400, Genossen. Naja, das. Da bleibe ich jetzt mal dran hier, oder? Bleiben wir mal dran und gucken, ob das hier läuft, weil jetzt sind es 19 Grad, okay. Aber, ja, wichtig auch die Lebensmittelproduktion, die muss hier wieder anlaufen. Die muss hier anlaufen. Ja, leer, ist es komplett leer. Na klar, ist komplett leer, weil keine Arbeiter da sind, Genossen. Das heißt, dann kaufen wir jetzt hier noch Einwanderer aus der Sowjetunion und füllen das Gebäude damit auf, in der Hoffnung, dass wir irgendwann genug Leute haben, um die Lebensmittelfabrik wieder hier komplett an den Start zu bringen. Dass die nicht verlegen, einkaufen ein paar Leute aus der Sowjetunion. Ja. Ja. Ja, haben wir hier noch größere? Hier, das könnten, die könnten wir auch auffüllen hier. Ja. Ja, 50 Leute passen hier noch rein. Junge, was? Das ist krass, ne? Alle raus, alle komplett das ganze Dorf entvölkert, verfroren, weg sind sie. Junge, Junge. Naja, hier passen auch 30 Leute rein. So, wie steht es um unsere Brotproduktion jetzt hier? Ja, also langsam nimmt sie wieder Fahrt auf, ne? 13 Leute, okay. Ja, ein kleiner Vorrat wurde auch geschaffen. Okay, gut. Das heißt, das läuft wieder halber Wege. Ja. Hatten wir hier noch Platz? Ne, hier haben wir schon aufgefüllt. Oh, ja, ja, ja. Ja, gut, Genossen. So weit, so gut. Die Winteropfer, dem müssten wir eigentlich ein Denkmal bauen, Genossen. Ein schönes, Mahnmal. Ein Mahnmal kriegen die jetzt auch. Das bauen wir auch jetzt direkt, weil sonst gerät das wieder in Vergessenheit. Ein schönes Monument für die Armen. Was können wir denen denn hier mal hinstellen? Ein Stück Zaun wäre jetzt nicht so passend. Ja, das passt hier. Memorial, ja. Da sind alle Namen eines jeden Einwohners hier aus Kolditz mit aufgeführt. Und wenn das der 1 dann fertig gebaut ist, dann kann sich die Dorfbevölkerung hier ja, erinnern, wie sie das Ganze dann im März 65 wieder aufgebaut haben. Ne? Ja. Kolditz Memorial. Gut. Für die 1000 Toten des Winters. Junge, Junge, Junge. Naja. Gut, Genossen, hier sehen wir, dass die Baustellenschilder hier komplett weg sind. Ne? Das heißt, die ganzen Straßenbaustellen sind erledigt, was super ist, was aber auch heißt, dass wir hier weitere ausweisen können. Und ich sehe hier auch keine Baustellenschilder mehr. Das heißt, es sind alle Baustellen erledigt. Ah, das ist ja richtig gut, oder? Das ist ja richtig gut. Wieso werden hier die Kabel nicht gebaut, Genossen, wenn die ganzen Baustellen noch erledigt sind? Haben wir denn niemand, der sich hier für den Kabelbau zuständig fühlt? Ah, bitteschön, Genossen, da müssen doch hier unsere Straßenbauleute eigentlich, Straßenbau sage ich schon, die, ja, bei dem bin ich jetzt auch. Genau, Straßenbau, die sollen sich doch hier mit drum kümmern. Ne? Fußwege, Fabrikverbindung, elektrische Verkabelung, Genossen. Elektrische Verkabelung. Und
Was brauchen die hier? Die brauchen Bretter, elektronische Komponenten. Oha, da ist unsere Stunde schon wieder rum. Bretter und elektronische Komponenten. Also, auf einer LKW müssten Bretter ranschaffen können. Na, es gibt keine, aber... Ja. Autosearch. Und ihr sucht auch für Verkabelung, ja. Haben aber hier nur zwei Straßen mit drin, ne? Sag ich mal, die Reichweite müsste doch auch bis dahin hingehen, ne? Wo ist denn das? Hier ist das ungefähr. Da irgendwo. Und ja, locker. Wie holt er sich das denn nicht? Genosse. Wieso holt er sich das nicht? Wir gehen jetzt erstmal auf Pause hier. Das ist mir zu heikel hier mit der Stromversorgung. Obwohl, nee, die bauen hier rum, Genossen, ne? Die bauen hier rum, schaut es euch an, ja? Irgendjemand ist hier dran, wer ist denn hier dran? Oder zählt immer nur... Ah, nur das hier zählt immer als Baustelle. Kann das sein? Dass immer nur denn ein Segment quasi... Weil hier wird auch gebaut, Genossen. Hier ist auch ein Gerüst rum zu. Das heißt, irgendwie geht das voran hier. Naja, das heißt, die Pause können wir wieder rausnehmen. Die Pause können wir wieder rausnehmen. Und wir können davon ausgehen, dass die Stromversorgung hier geregelt ist. Was noch freigegeben werden muss, ist anscheinend das hier, ne? Bau fortsetzen, ja. Den hatten wir irgendwann ausgesetzt. Ach, der führte zu Problemen hier, glaube ich. Ja. Aber hat aufgehört. Kies, ja, haben wir gerade wieder angeworfen. So, und das werfen wir hier auch mit an. Und da war noch ein Stückchen, glaube ich, das hier. Ja. So, okay. Ja, dann würde das Stück hier auch fertig gebaut werden. Sehr gut. Und wo wir gerade dabei sind, Genossen, dann machen wir hier noch ein Stück von der Kiesstraße. Und haben die Docks dann ordentlich mit angeschlossen. Sehr gut. Diese Behelfsstraße hier kann jetzt wieder... Ne, die kann jetzt nicht weg, weil gerade jetzt brauchen sie die. Mach keinen Quatsch, Astral. Lass die bloß da. Okay. Ja, ihr Lieben, das sieht richtig gut aus, was wir diese Folge geschafft haben, oder? Ich meine, schaut euch die Dichte des Straßennetzes jetzt an, hier in Asphalt. Na? Ich meine, bis auf diese kleine Lücke hier, kann man hier schon komplett auf Asphaltstraße rumfahren. Das ist richtig nice. Ja, und das hier wird das nächste Stück werden, was jetzt hier noch in Angriff genommen wird. Während ich mit euch schon mal nachdenke, was wir in der nächsten Folge in Angriff gehen können. Denn ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann wirklich die Brücke fertig bekommen. Und mit der Planung für das Kohlekraftwerk auf der anderen Seite anfangen können. Ja, also da bleiben wir mal ganz optimistisch, dass das klappt. Bis dahin setze ich hier noch ein paar Baustellen. Und wenn ihr, wie immer, Anmerkungen oder ja, was auch immer, Anmerkungen zu der Folge habt, freue ich mich riesig, wenn ihr das mit in die Kommentare schreibt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abo habt hier bei Astralsilber, dann könnt ihr gerne ein Abo machen. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass wenn ihr diese Glocke aktiviert, das ist nochmal besser wohl. Warum, weiß ich nicht genau, aber dann zeigt YouTube wohl wirklich alles, was auf dem Kanal hochgeladen wird. Deswegen, dann könnt ihr diese Glocke antickern und bekommt dann die Updates quasi ja, in eure Timeline da. Genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.